Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin die Michaela und heute mache ich mal an einem Tag mit. Den Tag habe ich jetzt schon bei mehreren YouTubern gesehen und ich wurde zwar nicht getaggt, aber ich mache einfach mal mit. Und zwar ist es der Kindheitstag. Ja, es werden 7 Fragen gestellt und ja, die möchte ich jetzt mal so gut wie möglich hier beantworten. Ich lese die von meinem iPod Touch ab, also nicht wundern. Also die erste Frage hier lautet Lieblingsgetränk. Also ich vermute mal, was war dein Lieblingsgetränk in deiner Kindheit? Ja, also dazu kann ich sagen, das ist jetzt schwierig, weil meine Kindheit ist doch schon relativ lange her. Aber soweit ich mich daran erinnern kann, hatte ich durchaus ein Lieblingsgetränk, eigentlich mehrere Lieblingsgetränke. Und zwar waren das, glaube ich, Orangen- bzw. Zitronenlimonaden. ganz besonders war eigentlich, wenn Zitronenlimonade, eigentlich Sprite. Die habe ich sehr gerne gemocht, und zwar einfach, weil es einfach unheimlich viel Kohlensäure drin hat, sehr süß ist und einfach ja, ein tolles Aroma hat. Mag ich auch heute noch eigentlich ganz gerne, trinke ich aber sehr, sehr, sehr selten. Heute trinke ich eher Mineralwasser, eben wegen dem Süßzeug, das ja doch nicht so toll ist. Aber in meiner Kindheit habe ich wirklich sehr gerne Orangenlimonade getrunken, Zitronenlimonade, meistens hier vom örtlichen Getränkehersteller. Ich weiß gar nicht, wer das war damals. Jedenfalls, ja, Hauptsache es hat viel Kohlensäure gehabt und hat schön geprickelt im Mund sozusagen. Und das ist etwas, was ich auch heute noch sehr gerne mag. Deswegen muss bei mir das Mineralwasser auch heute noch mit Kohlensäure versetzt sein. Und zwar richtig viel Kohlensäure, nicht so ein stilles Zeug. Das finde ich einfach, da kann ich auch Leitungswasser trinken. Die zweite Frage lautet dann, passend dann dazu natürlich das Lieblingsessen. Also was war dein Lieblingsessen in deiner Kindheit? Ja, mein Lieblingsessen in meiner Kindheit waren, glaube ich, Nudeln mit Ketchup und Käse drauf. Ganz einfach, nichts Besonderes. Mache ich mir auch heute noch gelegentlich, wenn es mal schnell gehen muss und ich keine große Lust habe, irgendwas zu machen. Und ja, dann esse ich auch heute noch ganz gerne mal einfach Nudeln gekocht, egal ob das jetzt irgendwelche Spirellis, Spaghetti oder sonst irgendwas ist oder Macaroni, ist wurscht, egal, Hauptsache Nudeln, Käse drüber, damit er schön ein bisschen anschmilzt, wenn er drauf kommt, und dann Ketchup drüber. Vielleicht noch ein bisschen mit Butter verfeinert oder mit Olivenöl, je nachdem. Aber das mache ich auch heute noch ganz gerne. Habe ich in meiner Kindheit sehr gerne gegessen. Wie gesagt, esse ich auch heute noch sehr gerne. Anderes Essen, was ich wirklich sehr gerne gegessen habe, waren damals Hähnchen. Esse ich auch heute noch sehr gerne. Ja, ich bin leider keine Vegetarierin geworden. Bis jetzt immer noch nicht. Ich weiß, man sollte das eigentlich nicht essen, aber es schmeckt einfach gut. Und in meiner Kindheit habe ich mir darüber eigentlich relativ wenig Gedanken gemacht. Eigentlich durchaus auch schon. Ich habe das ja auch gesehen. Gab es damals auch schon Berichte. Und komischerweise ist in den letzten 30 Jahren eigentlich nicht sehr viel passiert, was da Artenschutz und artgerechte Haltung angeht. Muss ich sagen, ist da wirklich leider wenig passiert. Und leider habe ich mein Verhalten auch nicht geändert. Dummerweise. Okay, dann drittens. Lieblingsspielzeug. Oh ja, das wird jetzt schwierig. Was war denn mein Lieblingsspielzeug in meiner Kindheit? Also da muss ich sagen, ich hatte da natürlich mehrere Lieblingsspielzeuge, je nachdem in welchem Alter, in welchem ja, sozusagen Stadium ich gerade war, mit welchen Freunden oder Freundinnen ich gerade zusammen gespielt habe, kann ich jetzt eigentlich gar nicht so konkret sagen. Ich habe sehr gerne mit irgendwelchen Experimentierkästen gespielt. Ich weiß, ich bin ein Nerd. Das habe ich sehr gerne gemacht. Ich habe also da Chemiebaukästen gehabt und Elektronikbaukästen und Physik und sonst irgendwas. Das hat mich interessiert, das hat mir Spaß gemacht. Konnte man natürlich alleine spielen. Ich habe relativ viel alleine gespielt. Natürlich auch mit Freunden und Freundinnen auch natürlich auch zusammen. Was ich mit denen gespielt habe, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ja, keine Ahnung. Ist mir irgendwie nicht in Erinnerung geblieben. Was ich natürlich auch ganz gerne gespielt habe, waren so Sachen wie, ich habe auch mal dann auch sowas wie Fischertechnik gehabt. Das fand ich ganz spannend. Natürlich Lego habe ich in meiner ganz frühen Kindheit auch gehabt. Da habe ich auch Lego gebaut. Aber irgendwie hat mich das nicht so sehr gereizt. Ich weiß nicht wieso. Aber klar, ich habe mal ein paar Häusle gebaut und irgendwie so etwas. Aber war auch sehr teuer, muss man halt auch sagen. Und meine Eltern waren jetzt auch nicht diejenigen, die halt unheimlich viel Geld hatten und auch unheimlich viel Geld ausgeben konnten. Meistens habe ich mir dann die Sachen, was mich interessiert hat, auch wirklich selbst gekauft, beziehungsweise habe ich mir dann zu Weihnachten schenken lassen, eben wie diese Experimentierkästen. Wie gesagt, aber die habe ich meistens auch selbst gekauft. Und auch da war ich natürlich schon größer, da war ich dann schon 12, 13, 14 sowas oder 15, ich weiß nicht mehr. Also es war dann schon ein bisschen größer. So in der Kindheit
wie gesagt, kann ich mich eigentlich ganz, ganz schlecht daran erinnern. Was ich gern gemacht habe, ist Basteln. Also ich habe da zum Beispiel auch, ja, also gemalt ist eigentlich weniger, aber ich habe ganz, da gab es auch mal so Kästen oder so Sets, wo man irgendwas mit Leder machen konnte. Oder auch mal, habe ich heute noch da, Zinnfiguren habe ich mal ausprobiert. Ich habe mal Zinnfiguren gegossen und dann auch mal angemalt. Da gab es das auch mal irgendwie so in den, weißt, kennt es vielleicht noch aus der Kindheit, da gibt es dann immer vor Weihnachten irgendwelche Spielzeugkataloge. Gab es jedenfalls hier von Fedes zum Beispiel. Und das war natürlich so ganz wichtig. Und alles, was da irgendwie interessant war, habe ich mir dann natürlich gewünscht und manchmal auch zu Weihnachten geschenkt bekommen. Ja, und was habe ich da noch ganz gerne gemacht? Ja, ich habe dann auch mal angefangen, sowas wie Randmalerei. Ich weiß nicht, ob du das kennt. So Holzsachen mit so einem Lötkolben, so Ornamente drauf. Malen sozusagen, zeichnen. Einfach, das ist halt, ja, das hat mir auch sehr gut Spaß, sehr viel Spaß gemacht. Habe ich heute noch einiges da. Habe ich auch noch alles da, ist irgendwo ganz unten im Keller, müsste ich mal suchen, könnte ich also auch jederzeit mal wieder machen. Ist schade, dass es irgendwie dann so verloren geht mit der Zeit. Das sind so viele Sachen, die man da noch angefangen hat irgendwie und nie wieder weitergemacht, schade irgendwie. Aber wie gesagt, vielleicht habe ich demnächst mal wieder genügend Zeit. Ja, dann viertens, Lieblingsserie oder Lieblingsserien, eigentlich bei mir mehrere. Ganz klar waren es bei mir früher Zeichentrickserien. Und müsst bedenken, in meiner Zeit gab es, also in meiner Jugendzeit gab es eigentlich nur drei Fernsehsender. Da ich ja hier in Süddeutschland wohne, eher gesagt am Bodensee, gab es natürlich auch mehrere. Also nicht nur die drei deutschen Fernsehsender, es gab natürlich noch Österreich 1 und Österreich 2 und natürlich das Schweizer Fernsehen und dann noch das Bayern Regional. Also wir hatten insgesamt sieben Fernsehsender hier zur Auswahl. Und ja, das war natürlich zur damaligen Zeit für andere, zu anderen Teilen Deutschlands natürlich schon sehr, sehr viel. Und ja, da gab es ein bisschen mehr Auswahl hier. Und was mir natürlich sehr gut gefallen hat in meiner Kindheit, war natürlich Zeichentrickserien, wie gesagt. Die es allerdings nicht so in dieser Häufigkeit gab, wie sie jetzt heute gibt. Also wo ja praktisch fast jeden Tag irgendeine Zeichentrickserie läuft. Damals gab es halt wirklich nur eine Zeichentrickserie pro Woche, meistens auf dem ZDF. Irgendwas so wie Tom und Jerry kennt er vielleicht noch. Oder was war das nochmal? Kimba, der weiße Löwe oder irgendwie so. Das war eine ganz tolle Serie, die mir gefallen hat. Oder ja, was hat mir da noch ganz gut gefallen? Ja klar, die Biene Maja, Vicky und die starken Männer, das waren so Zeichentrickserien, die mir sehr gut gefallen haben. Aber es haben mir noch andere Serien ganz gut gefallen, wie zum Beispiel ganz klar Raumschiff Enterprise, das war immer Samstagnachmittags, glaube ich, 19 Uhr bis 19:45 Uhr oder sowas. Oder Daktari, da war ich noch sehr viel jünger. Leider konnte ich die Serien nie sehen, also nie zu Ende sehen, weil 19:30 Uhr hat dann damals die Sportschau angefangen und mein Vater musste die unbedingt anschauen. Und ja, da gab es immer jedes Mal Streit. Ich wollte die Serie fertig schauen, mein Vater wollte jetzt die Sportschau, weil wir hatten natürlich nur einen Fernseher, ist klar. Und in Schwarz-Weiß, logisch, nichts mit Farbe. Und ja, dann ja, konnte ich halt die Serie selten mal zu Ende schauen. Es sei denn, es war gerade keine Bundesliga. Dann konnte ich das vielleicht mal zu Ende anschauen. Was gab es noch für Fernsehserien? Weiß nicht, kennt ihr die vielleicht noch? Immer wenn er Pillen nahm mit Stanley Beamish. Das war eine ganz tolle, verrückte Serie. Also das war. Ich kann mich zwar bloß noch dunkel daran erinnern, da weiß ich, wie alt ich da war, 6, 7 oder so etwas. Also es war eine ganz abgefahrene Serie, war ein bisschen eine Superman-Persiflage irgendwie, wo, glaube ich, ein Automechaniker, verdeckter Ermittler, wie sozusagen eine Mischung aus Superman und James Bond, war Geheimagent und nur wenn er eine Pille genommen hat, dann konnte er fliegen, war super stark und was weiß nicht alles und musste natürlich seine Existenz geheim halten, war ja Geheimagent und ja, das war irgendwie auch eine ganz witzige Serie, weiß nicht, wer die noch kennt. Na, natürlich Maxwell Smart, das war auch eine ganz tolle Serie, die haben wir mir gerne angeschaut. Das kennt ihr vielleicht auch, lief in letzter Zeit ab und zu mal wieder. Und ja, was war noch alles? Also gab es genügend Serien, die ich mir ganz gerne angeschaut habe. Komischerweise, heutzutage interessieren mich die Serien gar nicht mehr so sehr. Aber gut, das liegt vielleicht auch daran, dass es vielleicht gar nicht mehr so gute Serien gibt. Oder naja, vielleicht man verändert sich halt auch. Ja, dann fünftens Lieblingsfilme. Klar, Lieblingsfilme waren bei mir hauptsächlich Science-Fiction-Filme. Kamen natürlich auch äußerst selten mal im Fernsehen. Ich habe mir zum Beispiel damals auch Star Wars angeschaut im Kino, als es rauskam, und bin dazu auch wirklich alleine ins Kino gegangen, weil aus der Verwandtschaft von Freunden hat es niemanden interessiert, also bin ich alleine da reingegangen.
Und ja, im zweiten und dritten Teil habe ich auch leider, aber da war ich dann doch schon ein bisschen größer. Das war natürlich, das habe ich mir angeschaut. Was gab es da noch? Klar, Science Fiction eigentlich. Natürlich auch Zeichentrickfilme. Kam man natürlich auch relativ selten mal im Fernsehen, aber so etwas in der Art. Also kann ich mich nicht mehr so genau daran erinnern. Wie gesagt, ist halt alles doch schon relativ lange her. Die Kindheit, möchte nicht sagen, wie lange, aber es ist doch einfach schon sehr lange her. Irgendwie verlässt einen dann doch irgendwie das Gedächtnis und ja, ich denke immer noch, ja, ich denke, ich lebe hier im Hier und Jetzt und nicht in der Vergangenheit und ich glorifiziere das eigentlich auch nicht so sehr. Ich versuche es zumindest mal. Sechstens, kann ich eigentlich auch mit siebtens gleich zusammenfassen. Lieblingsrituale und prägnante Erinnerungen. Wie gesagt, Kindheit ist bei mir schon relativ lange her und Lieblingsrituale kann ich mich ehrlich gesagt auch gar nicht dran erinnern. Also, und auch noch prägnante Erinnerungen. Also irgendwie was ganz Schreckliches oder was ganz Tolles oder weiß nicht. Es ist irgendwie bei mir nichts haften geblieben. Das war irgendwie, ich weiß es nicht. Ist nichts da bei mir. Also tut mir ganz ehrlich sein, ganz ehrlich, tut mir wirklich leid, kann ich nicht dazu sagen. Würde ich gerne irgendwas, aber ich kann nichts aus dem Hut zaubern und mir fällt auch nichts ein. Vielleicht fällt mir dann irgendwann mal später, irgendwie heute nachher beim Schneiden des Filmes, hier des Videos, ein, was es da alles gäbe und gegeben hat und was ich da hätte sagen können. Aber irgendwie, ja, tut mir leid. Ist weg. Wie gesagt, ist halt bei mir Kindheit in dem Sinne doch. Gut, 40 Jahre, über 40 Jahre her. Und da bleibt dann halt doch nicht mehr so viel hängen. Manchmal fällt es auch einem tatsächlich schwer, auch ja, irgendwie zu sagen, was gab es denn gestern zum Essen? Okay, ich möchte nicht allzu lange rumlabern. Das war es erstmal von mir mit dem Kindheitstag. Ich tagge hier alle, denen es gefallen hat und denen es Spaß gemacht hat und die vielleicht auch irgendwas zu ihrer Kindheit sagen wollen. Tagge ich und mal und würde mich freuen, wenn ihr da mitmachen würdet. Vielleicht auch eine Videoantwort unter meinem Video oder bei den Glimmerfeen oder irgendwo drunter setzen würdet. Jedenfalls macht einfach mit, wenn es euch gefällt. Also bis bald, eure Michaela. Tschüss. Hat dir mein Video gefallen? Dann vergiss nicht, einen Daumen nach oben zu geben und ja, vielleicht abonnierst du auch meinen Kanal, wenn du es nicht bereits getan hast. Danke!